Wir hatten das Backhaus besetzt. Gestern Abend haben sich die Polizisten einen Räumungsbefehl geholt und gerade wurden wir geräumt. Das Gebäude war abwechselnd in der Hand von unterschiedlichen Investoren, die alle aufstocken wollten und Luxuswohnungen daraus machen wollten. Die aktuelle Situation ist, dass jetzt schon wieder ein neuer Eigentümerwechsel stattgefunden hat. Und wir einfach vermuten, dass der neue Eigentümer weiterhin vorhat, das meistbietend zu entwickeln, also quasi für Luxuswohnungen. Und wir aber der Meinung sind, dass eigentlich jetzt dieses Gelände unter Denkmalschutz gehört. Und die Häuser in den Himmel und die Mieten hinterher. Spekulanten mit der große Nacht, weil die Straßen. Wir haben vor 2 Jahren angefangen, uns mit dem Haus zu beschäftigen, haben geguckt, wie sind die Eigentumsverhältnisse und haben dann am Samstag dieses Haus besetzt, weil die Politik nicht auf unser Nutzungskonzept reagiert hat. Wir sagen, das Backhaus muss bleiben. Wir sagen aber auch, das Backhaus muss wieder einer sozialen Nutzung für alle Menschen im Stadtteil zugeführt werden. Seitdem sind wir in dem Haus und haben da drin Workshops und Vorträge, kleine Konzerte gehabt. Die ganze Nachbarschaft war mal zu Besuch. Also dieses Backhaus ist, was ich jetzt festgestellt habe, wahrscheinlich erbaut um 1860, 1862. Und für den Stadtteil ist das, glaube ich, von großer Bedeutung, da im Zweiten Weltkrieg sehr viele Bauten auch zerstört wurden, dass die wenigen sozusagen Gebäude, die die Historie noch sichtbar machen, gibt es ein großes Interesse, die zu erhalten. Sie haben es jetzt beim Durchgehen selbst gesehen, dass diese Räume wirklich hervorragend geeignet sind für eine gemeinschaftliche soziale Nutzung. Und das ist das, was wir mit Hilfe des Ortsbeirats und anderer Initiativen auch erreichen möchten. Der Plan für das Gebäude war von uns aus, dass es ein soziales Zentrum für alle wird. Wir hatten bereits ein Konzept mit unseren Vorschlägen für die Räume. Zum Beispiel hätte es einen Umsonstladen geben können. Wir hatten geplant, ein Kollektivcafé aufzumachen, auch mit festen Veranstaltungen, wie zum Beispiel Rentnercafé sonntags von 10 bis 14 Uhr. Wir wollten einen Kinderbetreuungsraum aufmachen, damit auch Eltern die Chance haben, an den Projekten mitzuwirken, die wir machen wollten. Ein Gartenprojekt mit rollstuhlgerechten Hochbeeten, damit jeder einfach die Chance hat, sich zu beteiligen und wir möglichst diverses Publikum da drin haben. Sitzen alle in demselben Boot. Schon überraschend, dass plötzlich neue Eigentümer aufgetaucht und angeblich schon der neue Eigentümer im Grundbuch stand, wo wir ja bis Samstag eigentlich andere Informationen hatten. Der Ortsbeirat kämpft noch für uns. Wir hoffen einfach, dass es trotzdem noch was wird mit unserem sozialen Zentrum und wir das jetzt durch diesen Druck, den wir aufgebaut haben, noch erreichen können.